Barlieben, Vorwerkstraße. Gerne sind wir einer Einladung gefolgt, um das legendäre Straßenfest dieser Nachbargemeinschaft zu erleben. Hier auf dem Hof sitzen sie einträchtig nebeneinander und der Gesprächsfaden reißt nicht ab. Draußen schwitzt der Hausherr vor zwei Grillgeräten, in denen die Holzkohle genau die richtige Temperatur hat. Würstchen, Steaks und die leckersten handgerollten Buletten im Umkreis von 50 Kilometern. So, Sie sind hier der Hausherr. Ja. Führen Sie solche, sagen wir mal, Straßenfeste oder Hoffeste regelmäßig durch? Ja. Zweimal im Jahr. Warum? Ja, damit man mal zusammenkommt, alle Mann. Mal ein bisschen dummes Zeug erzählen. Im Inneren der Garage, die übrigens mit Teppich ausgelegt ist, lässt es sich die Gesellschaft gut schmecken und es dauert gar nicht lange, bis Nachschub gebraucht wird. Ich bin die Silke. Sie sind die Silke? Genau. Gut, okay, das kriege ich schon raus. Silke, was bringt Sie denn dazu, zweimal im Jahr, hat mir Ihr Mann erzählt, im Prinzip Ihre Freunde, Bekannten und Nachbarn einzuladen. Warum machen Sie das? Ja, sonst kommen die jedes Wochenende zum Kaffee. Sie sehen, die Stimmung ist bestens. Es gibt zu trinken und zu essen und endlich kann man mal über all das reden, wozu unter der Woche so gar keine Zeit bleibt. Solche Nachbarschaftstreffen sind wichtig für die Gemeinschaft. Hier kann jeder jeden bitten, mal mit anzufassen oder sonst wie zu helfen. Und alle zusammen freuen sich schon darauf, wenn sie sich im Winter zum gemeinsamen Glühwein trinken treffen wollen.